Wenn man es auf den Punkt bringen wollte, könnte man sagen, die Rallye, die wir gesehen haben, die den S&P 500 zwischenzeitlich auf ein neues Allzeithoch gebracht hat, die basiert auf einem eklatanten Widerspruch, nämlich der Erwartung, dass die Fed die Zinsen ganz schnell senken wird, gleichzeitig aber die Wirtschaft ein Soft Landing absolviert, was eigentlich dann schnelle Zinssenkungen total überflüssig machen würde. Aber das ist sozusagen das Narrativ der Märkte, garniert noch ein bisschen mit KI-Euphorie seit den Aussagen von Jensen Huang, Nachfrage, blip und blab. Und jetzt ist die Frage, was wird die Fed wirklich liefern? Denn für die Märkte steht jetzt viel auf dem Spiel. Die Fed muss diese riesige Lücke, die zwischen den Märkten und der US-Notenbank besteht, mindestens kleiner machen. Schließen wird sie wohl nicht ganz, aber mindestens sehr viel kleiner machen, damit das, was da an schnellen Zinssenkungen in die Märkte bereits eingepreist ist, überhaupt weiter als Narrative bestehen kann. Und wir wollen uns die Dinge mal anschauen, die wirklich spannend sind, die wirklich eine seltene historische Situation sehen, was die Zinspolitik betrifft, nämlich, dass man nicht wirklich weiß, was die US-Notenbank machen wird. Schauen wir uns erstmal die Fed Fund Futures an. Da kann man sagen, ja, knapp zwei Drittel Wahrscheinlichkeit 0,5er Senkung, ein Drittel eine kleine Senkung. So geht man also weitgehend in diese ganze Geschichte rein. Und ich habe Ihnen hier mal die Analyse einer US-Großbank an institutionelle Kunden mitgebracht. Und da heißt es ja, wenn die Fed nur 25 Basispunkte senken würde, dann müsste im Grunde die gesamte Erwartung der Märkte schon für die ganze geldpolitische Lockerung des Jahres 2024, 25, müsste rückabgewickelt werden. Und das wäre ein heftiger Bums, denn wir haben ja gesehen, die Anleiherenditen sind sehr, sehr stark gefallen. Die Aktienmärkte sind gestiegen. Der Dollar ist abverkauft worden. Wenn das alles ein bisschen voreilig war, weil die Zinssenkungen viel langsamer kommen, als die Märkte eigentlich eingepreist haben, dann wäre das ein riesiges Problem. Hier sagt man ja, die beste Option für die Fed wäre doch zu sagen, wir senken 0,25 und lassen aber offen, ob wir dann auf schwächere Daten reagieren mit einer 0,5er Senkung. Das wäre eigentlich das normale Szenario, das die US-Notenbank befolgen würde. Und hier sehen wir mal diese Lücke anhand der Dotplots. Es kommen ja alle drei Monate diese sogenannten Projections, also Erwartungen zu Inflation und Wirtschaft, und die Dotplots. September ist eine dieser Sitzungen. Also heute, und wir sehen hier mal die Dotplots, also das, was die Fed-Mitglieder an Zinsentwicklung erwarten, und das, was die Märkte erwarten, ist mit diesem Strich da unten gekennzeichnet, und das liegt deutlich unter dem, was die Fed in der letzten Sitzung, die im Juni war, respektive den letzten Dotplots, die im Juni waren, was die FED-Mitglieder da annehmen. Und es ist schon wahrscheinlich, dass die FED-Mitglieder jetzt so ihre Erwartungen in Sachen Zinshöhe ein bisschen nach unten setzen. Aber ich glaube nicht, dass sie auch nur annähernd diese Zinserwartung so weit nach unten setzen, wie sie bereits von den Märkten eingepreist ist. Und das ist jetzt wahrscheinlich das entscheidende Ding. Das ist noch entscheidender, ob die Fed jetzt 0,25 oder 0,5 senkt, ist, wie uns sozusagen die Fed kommuniziert, wie sie die Wirtschaft sieht, wie sie die Inflation sieht und wie sie vor allem selbst die Zinsentwicklung sieht. Wenn wir jetzt mal ein paar Großkopferte aus der Finanzindustrie an der Wall Street uns anschauen. Jamie Dimon, der sagt, naja, egal, im Grunde ist das nicht wirklich weltbewegend, ob 0,25 oder 0,5. Ray Dalio sagt, besser 0,25, das wäre angemessen. Und The Bond Guru sagt, hier also 0,5 wäre auf jeden Fall das Richtige. Aber die Fed hat noch nie eigentlich mit einer Zinssenkung von 0,5% begonnen, wenn die Wirtschaft nicht schon in echten Trouble war. Und ist die Wirtschaft in echten Trouble? Wir sehen schon einige Risse, aber dazu gleich mehr. Hier sehen wir nochmal das, was die Banken sagen. Ja, da ist mehr 25 als 50 Basispunkte, aber es ist eben ein unentschlossenes Bild. Und wir sehen auf der anderen Seite eben Ökonomen, die befragt werden, die also eher von der Wirtschaft her denken, die weniger von den Finanzmärkten her denken, die sagen, naja, um ein Viertel Prozentpunkte wird es werden. Jim Bianco bemerkt dann, also es gab noch nie eine solch komplexe Gemengelage, solche Widersprüche zwischen etwa den Ökonomen und dem, was die Märkte bereits eingepreist haben, richtig? Und hier ist eben das, was ein anderes großes Haus in den USA sagt.
Da sagt man auch, wir tendieren dazu, dass die Fed nur um 25 Basispunkte senkt, aber es gibt doch ein Risiko, dass es 50 Basispunkte werden. Aber die Wahrscheinlichkeit, so heißt es hier, ist groß, dass Fed-Chef Paul es nicht geschafft hat, alle von einer 0,5er-Senkung zu überzeugen, weswegen man davon ausgeht, dass eine 0,25er-Senkung kommen wird, zumal man vorsichtig ist vor den Wahlen, vor allem wenn Trump die Wahl gewinnt, so fürchtet man, dürfte dann der inflationäre Impuls weiter nach oben gehen. Und schauen wir uns mal an, wie kritisch die Situation der US-Wirtschaft ist und starten etwa bei den Financial Conditions. Ich hatte das gestern schon gezeigt. Die Financial Conditions hier, Bloomberg Financial Conditions Index, oben lockerer geworden in den USA, deutlich lockerer. In Europa hat sich da nicht viel getan, obwohl schon zweimal die Zinsen gesenkt wurden. Schauen wir uns mal den Chicago Fed National Financial Conditions Index an, also eine andere Messgröße über die Finanzkonditionen. Da sehen wir, ja, wir sind jetzt fast da, wo wir gewesen sind, als die Zinsen bei Null waren und die Fed massiv Anleihen gekauft hat. Wir sind auf jeden Fall lockerer in den Finanzkonditionen, als die Fed damals März 22 begonnen hat, die Zinsen anzuheben. Also das ist schon der Hammer. Gestern haben wir dann Atlanta Fed GDP Nowcast bekommen, also die Prognose, wie die Wirtschaft im dritten Quartal gelaufen ist, das ja jetzt bald enden wird. Und da sagt man ja an die 3,0%. Und das ist höher als bei dem letzten Meeting der Fed im Juli. Das heißt, wir haben hier von dieser Seite, wenn diese Daten auch nur einigermaßen stimmen und natürlich auch die Berechnung der US-Statistiker stimmen, da gibt es sehr viele sogenannte hedonistische Prinzipien, die in das BIP einfließen. Würden wir das machen in Deutschland, dann hätten wir auch ein sehr besseres BIP. Das sollte man vielleicht einmal dem Robert Habeck sagen, schau dir mal, wie die Amis das machen, gell? Da musst du nicht immer so Hiobsbotschaften verkünden. Also, so oder so, Wirtschaft gibt keine großen Zinsschritte her. Und hier sehen wir auch oben mal den Bloomberg Economic Surprise Index. Also, reinkommende Daten in Relation zur Erwartung war ja lange mies, ist aber jetzt deutlich besser geworden, hat sich deutlich verbessert. Während gleichzeitig die September Rate Cut Expectations massiv nach oben geschossen sind in den letzten Tagen, vor allem durch Nick Timiraos, durch Dudley, durch gestern den ehemaligen Dallas Fed-Chef. Also wir sehen, das ist eigentlich widersprüchlich, was hier passiert. Die Wirtschaftsdaten sind relativ besser geworden, aber die Zinssenkungsspekulationen sind massiv angestiegen. Das passt nicht so richtig zusammen und eben seit den 1980er Jahren hat die Fed nur wirklich 0,5 gleich draufgehauen, wenn echter Trouble da war. Das war schon 2,1 zu sehen, 2,7 zu sehen. Da waren die Cracks deutlich größer, als sie heute sind, auch wenn wir diese Cracks, also diese Brüche natürlich haben. Und hier sehen wir nochmal, dementsprechend ist jetzt die Unsicherheit so groß wie noch nie vor einer solchen Fed-Sitzung. Und die Frage, die sich stellt aus Sicht der Fed, wäre es ein größerer Fehler im Nachhinein, weiß man dann immer besser, aber wo ist das Risiko größer, eine 0,5er-Senkung oder eine 0,25er-Senkung? Und insgesamt muss man sagen, naja, also die Arbeitsmarktdaten waren jetzt nicht so miserabel, in der Headline zumindest. Wir haben dann die Inflationsdaten gesehen, die waren auch eher, naja, ich sag mal eher an der oberen Range der Erwartung, nicht an der unteren Range der Erwartung. Dann haben wir gestern die Einzelhandelsumsätze gesehen, besser als erwartet, Industrieproduktion. Also warum soll die Fed diesen Schritt machen? Erschließt sich mir nicht, deswegen gehe ich wie dieser junge Mann hier, Markets and Mayhem, davon aus, dass wir eine 25 Basispunkte Senkung sehen werden, also eine kleine. Dann wird man etwas weniger in den Dotplots praktisch bepreisen oder angeben seitens der Fed, als die Märkte bereits eingepreist haben, nämlich bis zum Jahresende nur 75 Basispunkte, würde bedeuten heute 0,25, im November 0,25 und im Dezember 0,25. Die Märkte haben zwischen 100 und 120 Basispunkte eingepreist, sind da also weit vorausgeeilt. Dann denke ich aber, dass Paul dovish sein wird, versucht die Märkte zu streicheln. So könnte ein Skript aussehen für die Märkte und insgesamt, und das ist ja der große Widerspruch,
Die Aktien haben große Zinssenkungen eingepreist, aber auf gar keinen Fall eine Rezession. Ich hatte ja gestern diese Grafik schon gezeigt, dass fast 80% sagen, wir kriegen ein Soft Landing, 7% sogar No Landing, also die Wirtschaft bleibt weiter sogar richtig stark, und nur 11% sagen ein Hard Landing, aber gleichzeitig fordert man und preist schnelle Zinssenkungen ein, passt nicht zusammen. Auf der anderen Seite sehen wir, warum, wenn das so ist, wenn also schnelle Zinssenkungen eingepreist werden und gleichzeitig ein Soft Landing erwartet, warum sagen dann die Anleihemärkte, hups, da scheint irgendwas im Busch zu sein, die zweijährige Anleihe minus den Anleiherendite, minus den Zinsen, den Leitzinsen, der fährt jetzt so negativ wie nie seit dem Jahr 1988, sogar negativer als 88. Also der Anleihemarkt sagt, die Zinsen werden sogar noch schneller fallen, aber das wird nicht passieren, weil eben die Wirtschaft so solide ist, sondern weil die Wirtschaft ein Problem bekommt. Das ist die Botschaft. Während auf der anderen Seite die Investoren euphorisch sind. Hier mal Future-Positionierung, Equity-Future-Positionierung. Wir haben ja am Freitag den großen Verfall. Das wird auch ein Faktor. Wir sehen unten Fear and Greed Index jetzt an der Schwelle zur Gier. Da waren wir gestern schon im Gier-Bereich. Dann sind ja die Gewinne gestern weitgehend abgebaut worden. Und jetzt ist diese Unsicherheit, und da sehen wir viele Wetten auf eben eine große Zinssenkung 0,5, und würde die nicht kommen, dann würden einige Leute ziemlich viel Geld verlieren, die hier drauf ihre Wetten gesetzt haben in den Fed Fund Futures oder in anderen Bereichen. Hier sehen wir mal eine Wettplattform, nämlich Kalshi, die sagt, ja, also Wahrscheinlichkeit 0,5 Zinssenkung liegt bei 53%. Sollte die Fed nach diesen Logiken der Fed Fund Futures, also nicht hier Kalshi, sondern der Future-Markt, der praktisch Zinsentwicklungen real-time bepreist oder Zinserwartungen real-time bepreist, die Fed Fund Futures, sollte die Fed nur um 25 Basispunkte senken, dann wäre es die größte Überraschung im Grunde seit 2008, basierend auf diesen Fed Fund Futures. Also wir sehen, da ist einiges an Turbulenzen möglich. Und also die Fed soll jetzt die Zinsen senken, während sozusagen die Aktienbewertung, die Marktkapitalisierung des US-Aktienmarktes praktisch doppelt so hoch ist wie das BIP, praktisch ein Allzeithoch hier, das wir hier sehen, sogenannte Buffett Indicator, gleichzeitig ist ein Soft Landing fest eingepreist, gleichzeitig sind schnelle Zinssenkungen eingepreist, gleichzeitig ist KI-Euphorie eingepreist wie 1995 in der Euphorie-Dotcom-Blase, also extrem viel, beste aller Welten eingepreist, das muss funktionieren. Und hier sehen wir gestern diese Bewegung, dieses neue Allzeithoch beim S&P 500, dann diese schwarze Candle. Und insgesamt sehen wir, dass wir gestern bei 5.634 Punkten geschlossen haben. Das war genau derselbe Stand, als Jerome Powell seine Aussagen, seine Rede in Jackson Hole damals bei der Notenbankerkonferenz gemacht hat, interessanterweise, und übergeordnet. Hier sehen wir mal den S&P 500 seit den 1929. Da haben wir 2022 schon mal diese Trendlinie zuletzt erreicht, diese langfristige Aufwärtstrendlinie. Und jetzt haben wir sie erreicht. Also würde da ein Ausbruch passieren, dann hätten wir einen Ausbruch eines praktisch 100-jährigen bestehenden Aufwärtstrends, der dann nochmal nach oben durchbrochen wird. Okay, kann man machen. Andere sind vorsichtiger, wie etwa der Hedgefonds-Billionär John Paulson, sehr bekannt in den USA, der sagt, also wenn Harris gewinnt, dann bin ich raus aus den Aktienmärkten. Dann gehe ich rein in Cash und Gold, denn das Wirtschaftsprogramm von Kamala Harris sei untauglich. Kamala Harris ist ja immer, wenn man sie mal konkret fragt, ja, was wirst du gegen die Inflation tun? Ja, ich bin in einer Mittelklassefamilie aufgewachsen. Irgendwann reicht das nicht mehr, dass du irgendwelche Schmalspurgeschichten erzählst, die eigentlich die Fragen gar nicht adressieren. Ich glaube, diese Ungeduld wird langsam größer, auch in den USA. Trump erzählt wenigstens schöne und seltsame Geschichten, ja. Wahrheitsgehalt begrenzt, ja, aber Kamala Harris liefert ja nur Worthülsen, mehr ist es leider nicht, das ist schon erstaunlich. Und auch erstaunlich das, was da gestern passiert ist mit diesen Pagern, die hier in die Luft geflogen sind im Libanon, die Hisbollah, über 2000 Hisbollah-Leute getroffen hat, einige davon tot, andere wie der iranische Botschafter im Libanon, man höre, der also offenkundig auch über diese Pager verfügte, die von der Hisbollah verteilt wurden. Das heißt, es zeigt diese direkte Einbindung des Iran in die Strukturen der Hisbollah. Jedenfalls
wichtig und auch für die Finanzmärkte in diesem Kontext interessant. Die Israelis haben hier einen unfassbaren Coup gelandet, der praktisch die Kommunikationsstruktur der Hisbollah zerstört, die ja vorher gesagt hat, keine Handys mehr, nachdem der Mossad es eben geschafft hat, hochrangige Funktionäre durch Handy-Explosionen um die Ecke zu bringen. Also hat man gesagt, okay, dann nehmen wir diese Pager. Diese Pager hat Israel manipuliert, hergestellt von einer taiwanesischen Firma. Dann, oder eigentlich die Marke stammt von einer taiwanesischen Firma. Die haben allerdings einen Subcontractor in Europa gehabt. Offenkundig hatte der Mossad da Zugriff drauf, hat diese Sprengstoffe oder diese entzündbaren Materialien da reingeschmuggelt. Jetzt jedenfalls ist die Kommandostruktur der Hisbollah im Grunde wehrlos, weil man nicht mehr wirklich miteinander kommunizieren kann. Und das bedeutet für die Israelis, gerade auch angesichts des Wahlkampfes in den USA, eine sehr gute Chance, hier mal Fakten zu schaffen. Denn Nordisrael ist praktisch unbewohnbar aufgrund der Beschüsse aus dem Libanon durch die Hisbollah. Und das werden die Israelis auf Dauer nicht sich anschauen. Also wäre jetzt eigentlich in nächster Zeit, in den nächsten Stunden, Tagen, wäre die beste Gelegenheit für die Israelis, hier wirklich eine größere Offensive zu starten im Libanon, was wiederum den Ölpreis nach oben treiben würde, was wiederum dann die Inflationserwartungen nach oben treiben würde und wiederum dazu führen würde, dass die Fed vielleicht die Zinsen doch nicht so schnell senken kann. Abschließend zwei Empfehlungen. Fed senkt Zinsen. Was ist heute Abend zu erwarten? Da nochmal informieren, meine Damen und Herren, was zu erwarten ist. Gerne teilen per Social Media. Und der zweite Empfehlung, meine Damen und Herren, wie China, wie Volkswagen den Anschluss in China verloren hat, vor allem ausgehend von der sogenannten Taxi-Revolution. Hochinteressanter Artikel, also diese beiden Artikel. Und dann sehen wir uns nochmal vor der Fed-Entscheidung im Marco Flister. Ich sage Servus, ciao.